Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 2 Assassins of Kings. Eure Entscheidung hat ohne Zweifel das Finale des ersten Aktes dieses epischen Spiels eingeläutet und ihr habt euch für Vernon Roach entschieden. Das ist ohnehin der Weg, den wir auch in das zweite Kapitel mit Vernon Roach gehen. Und deswegen würde ich sagen, Vernon's waiting inside. Er wartet schon auf uns. Bevor wir das aber tun, werden wir jetzt erstmal unseren Fähigkeitspunkt noch verteilen, den ich nicht verteilt habe bisher. Ja, worauf gehe ich denn mal? Schwertschaden. Distanz beim Ausweichen. Distanz beim Ausweichen ist ganz wichtig. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Also die Rolle, die man dann im Kampf macht, ist einfach wesentlich weiter und man kann schneller aus teilweise schwierigen Situationen entkommen. So. Dann bin ich ja mal gespannt, was Vernon vorhat. Egal was es ist, diese ganze Situation in Flotsam kann wirklich nur eskalieren. How did it go? Did you get him? The Kingslayer fled to Vergen in Edirne. He forced Triss to teleport them both. Damn, he's made a mockery of us. If that's how he wants to play, I'll make him regret it. I heard you have news for me. Lurido has a deal with Kedwin. That merchant living in his house is Hensel's agent. For a pouch of gold, the good commandant promised to support Kedwini troops. Das ist ein interessantes Puzzleteil. So what now? I want that spy to squeeze him for information. And I've sentenced Commandant Lurido to death. Roach, we have to sail. We need to get to Edirne. I'm not leaving until I deal with Lurido. The spy may know something about the Kingslayers. I wouldn't be surprised if Henselt of Kedwin was behind all this. Ich muss mal den Fernseher leiser machen. Oh Mann, ich faile. Nee, das ist wirklich interessant, dieses Puzzleteil, dass Loredo quasi Temerien hintergeht und mit Kedwin paktiert. Aber gut, dieser räudige Arsch ist ja so käuflich wie eine Hafendirne. Gut, wie du meinst. Ja. Ich würde sagen, wir helfen Roach einfach mal. Alright, let's deal with this spy. Listen very carefully. I'm not repeating this. We have two targets. The first is a Kedwini spy, Arnold Maliger. I want him alive. The other is Bernard Lurido, the trading post commander and a traitor to Temeria. We don't let his kind live. Arnold almost never leaves the residence, so we need to strike there. To get inside, we'll use Vess's unusual talents and Bernard's habits. Stop calling him by his first name. It really rubs me the wrong way. Whatever you wish. Bernard. Lurido's house. The first floor contains guest quarters. Geralt had the opportunity to take a look. Regular patrols. Second floor. Lurido's bodyguards' quarters. They think they're the toughest warriors this side of the Yeruga, but really they're lame drowners dressed in colorful gambesons. Third floor, the lion's den. Here Lurido stores plundered valuables. It's where he sleeps, shits, and wanks off while staring at the statuette of a she-elf. Only the following are allowed to enter. Arnold Maliger, Lurido's mother, his cousin, and whores. I'm not sure I still have that frog. After making his round of the trading post, Lurido always orders two ladies. Vess will act as one of them. The house is a bloody fortress, but Lurido had it enlarged. The Witcher will enter through the extension. Vess will open a window for you. Once in, you'll have to improvise, Geralt, but you'll have the element of surprise. Vess can hold her own, too. Zenon and Rickard will cover you from vantage points. If things get hot, lure those horsens near the windows. I'll be in the courtyard with the rest, ready to enter in the extreme. I repeat, in the extreme. That's all. Any questions? No? Let's get to work. Das wird mal eine interessante Operation. Ja. What are you staring at? Vernon hat sich da wirklich einen ausgeklügelten Plan ersonnen. Aber ich hoffe mal, dass er auch so klappt, wie er sich das vorstellt. Ich habe irgendwie nicht so das Gefühl. Irgendwas wird da schief laufen. Wahrscheinlich wird uns die Mutter in die Quere kommen.
So, warte in der Gasse hinter Loredos Anwesen. Das ist ja im Grunde hier vorne. Oh mein Gott, die werden auf der Minimap schon als Feinde angezeigt. Na, das geht ja gut los. Da. Too early. Turn after dark. Okay. Hab's mir fast gedacht. Hier am Tage rum zu spazieren, war auch keine gute Idee. Gut, Zeit abwarten. Ja. 23 Uhr sollte genügen, oder? Wir haben jetzt auch fast 23 Uhr. Das passt also wunderbar. Ich fühle mich wie in 24. Ich bin mittendrin. Your chariot awaits, fair youth. The good spirits of this tower will guide and protect you. Gut. Operation Kastration Bernard Loredo kann losgehen. Da scheint die erste Dirne zu sein. Schlag den Kaufmann bewusstlos oder weich ihm aus. Oh Gott, das fängt ja schon gut an. Ich höre da noch was. Ah, we're playing hide and seek now. Why can I find you, little sparrow? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Where are you? Hiding? You like playing hide and seek? Oh mein Gott. Er hält mich für die Nutte. Er wird mich... Ihr wisst schon, was er tun wird. Ich schlag diesen Kaufmann natürlich bewusstlos. Snabadaba! Watcha! Finde Helena. Okay. Das ist also ihr Name. Ein hübscher Name. Gut. Hier sind viel zu viele Soldaten. Hier sind viel zu viele Soldaten. Wirklich. Wie zur Hölle soll ich die denn finden? Oh Gott. Das ist wirklich die reinste Festung. Loredo hatte recht. Nein, Roach hatte recht. Sehen die mich wirklich nicht oder verarschen die mich? Können die doch nicht ernst meinen. Beim Pinkeln erwischt. Beim Kotzen erwischt. Was ist mit diesen Männern los? Aber ganz... Ist es deren Ernst? Ich meine, ich habe die gerade alle umgekloppt. Ohne größere Probleme. Ah, der ist vielleicht ein bisschen nervig. Komme ich hier rein? Ja, ich komme hier rein. Oh mein Gott. Guter Staub. Ganz ehrlich, was ist er für ein... Er ist einfach nur widerwärtig. Loredo ist der größte Abschaum überhaupt. Und was ich vorhin angemerkt habe, es kann in Flotsam einfach nur schief gehen. Es musste eskalieren. Das ist damals wie in The Witcher 1. Wie hieß das kleine Dörfchen noch? Murky Waters... Auf Englisch. Sumpfwasser, glaube ich, oder? Da gab es ja auch die Eskalation zwischen den Soldaten des Ordens der Flammenrose und den Skoyatel. Und das war genauso. Da trafen einfach zwei Ideale aufeinander, die nicht konform miteinander sind. Und die auch total auf Konfrontationskurs gegangen sind. Die haben es ja im Grunde darauf angelegt. Und es war ihnen scheißegal, was die Konsequenzen dessen sind. Aber gut. Bei so wahnsinnigen... Oh Gott! No! Das sollte ich vielleicht in Zukunft lassen. Ich will nicht direkt in die Armee reinmarschieren. Oh Gott. Was ist das für eine kranke... Kacke? Oh Gott! Oh, oh. Who the hell are you? What do you want? The key to the upper quarters. I know you have it. You want to free the elven girl?
Your efforts are in vain. Like in Ithlien's prophecy. Elfenmädchen. The seed has been planted and will soon start. Shut up and give me the key. The key. The key. Where did I put it? Hat sie das wirklich versucht? Die ist genauso durchgeknallt wie ihr Scheißbengel. Oh mein Gott. Warum bin ich besoffen? Was ist hier für eine miefige Luft drin? Es riecht nach Milf-Schweiß. Ne, Moment. Eine Milf war das wohl ganz und gar nicht. Das war das Gegenteil einer Milf. Eine Bulf. Oh Gott, Wes! Nein! Wehe, du fässt sie da an! Nein! Ich warne dich. Hör auf, sie zu inhalieren. Was ist das denn für ein Geräusch? Gott. Wir müssen uns beeilen, ansonsten kommen wir noch zu spät. Aha. Tja, ausgenockt, mein Freundchen. Was haben wir hier? Schlüssel erforderlich. Schlüssel erforderlich. Wo kriege ich den Schlüssel her? Ich will die beiden auch noch ausnocken. Oh Gott. Oh Gott. Hallo? 2 Meter neben ihm schlage ich ihn zu Klump. Und der kriegt das nicht mit. Das sind die größten Naps, ey. Die größten Gammelwachen. Die kann man sich doch nicht verlassen. Lumpen. Wieso hat Loredo Lumpen in seinem Schränkchen? Wir wollen nicht wissen, was er damit aufwischt, oder? Ich will dieses dumme Kästchen öffnen. Offensichtlich ist der Schlüssel nicht hier. Vielleicht hat Loredo ihn direkt. Es ist die einzige Möglichkeit, die ich noch sehe.